Herzlich willkommen, ihr Lieben, zurück auf unserem kleinen Kanal. Schön, dass du wieder dabei bist. Und ich möchte jetzt heute Abend einfach noch mal ein paar Minuten dieses schöne und seltene Licht, die Tragödie geht weiter, was jetzt Bienen und Nektar und so weiter angeht, dieses schöne Licht noch einmal nutzen, um einen ersten Teil von einem grünen Video einzusprechen. Du weißt, ich möchte es noch einmal sagen, die grünen Videos sind diese alltagsbegleitenden Geschichten, also ja, Videos, wo ich ganz einfach Meldungen aus dem Alltag mir heraussuche, die quasi wie ein Pilz das Myzel, das darunterliegende Myzel darunter ausdrücken. Sprich, so etwas wie, ja, gefrorenes Licht, hätte Einstein gesagt, Materialisationen darstellen, sprich Energien ausdrücken. Ich denke jetzt wieder in einem Buch an mein Foto, was ich mal gemacht habe, mit Fußabdrücken am Strand. Etwas wird Materie, etwas wird ein Raumzeitereignis, etwas manifestiert sich. Und jeder Manifestation gehen immer Energien voraus. Die Zustände heute hier fußen auf vielen Missentscheidungen der Vergangenheit, auf vielen Fehlurteilen, auf vielen Wegschauen und auf unheimlich vielen. Das ist heute zu dieser Blüte geworden, die wir jetzt, ich sage jetzt mal, ausbaden dürfen, die sich hier offenbart, eine Zeit, in der kaum mehr eine Lüge bedeckt bleibt. Das ist die Apokalypse, die Offenbarung. Rio Reise hat es damals mal schön besungen, alles Lüge. Ja, er wäre gerne König von Deutschland geworden. Ja. Rio Reise, könnt ihr euch mal angucken, geiler Typ. Alles Lüge. Und das Ausmaß dieser Lüge ist mittlerweile so riesengroß, dass die Blauäugigkeit vieler Menschen mit der Unvorstellbarkeit dieser Monstrosität kollidiert und zu einem Nicht-Begreifen wird. Zumindest für große Kreise oder viele Menschen. Und da haben wir momentan einen Prozess vor uns. Es ist de facto ein Erwachensprozess, da bin ich mir mittlerweile nun sicher. Mit ihm geht eine Läuterung einher. Diese Zeit hat begonnen. Wir sind bereits drinnen. Einzig und allein entscheidend wird sein, wie tief dieses nach unten geht. Da wollte ich jetzt noch gar nicht hin. Wir sind im Schrecken der Einführung. Es gibt also diese grünen Videos, aber es passt ganz gut. Und dann gibt es rote Videos und lila. Rot ist Spiri und lila ist Geopolitik, Geostrategie. Dann gibt es eigentlich noch blau. Ja, sind eigentlich die Rauhnächte-Videos, die können wir eigentlich jetzt mal weglassen. Und ein Gesamtpaket wird nur daraus, wenn du auf dem Kanal alle Videos im Grunde schaust. Denn ihr merkt es jetzt schon, wenn ich versuche, auch nur über ein kleinstes Detail zu reden, ja, über einen Israel-Konflikt, und danke für die Ermahnung oder den Hinweis in unserem, ja, recht schönen Telegram-Forum, das entwickelt sich wirklich ganz gut da, tolle Hinweise drin. Wenn jemand sagt, Frank, reduziere doch bitte den Konflikt in Israel nicht auf die letzten 70 Jahre oder was war, also Zeit nach dem Krieg, das habe ich getan. Ich habe dann die Karte da abgebildet, die ich bis heute auch sehr vielsagend, sehr gut weiterhin finde, ja, um grundsätzlich mal in diesem Nachrichtenwirrwarr, das uns präsentiert wird, schon mal sowas wie eine rote Linie oder ein Funksignal reinzubekommen. Ja. Aber dann sagt ihm jemand, ist ihm zu kurz gegriffen und man müsste das über Jahrtausende sehen, diesen Konflikt. Und ja, ich sag danke für diese Erinnerung, absolut richtig, denn ich habe eines gemacht, was wir in unseren roten Videos jetzt beginnen anzuschneiden, diese menschliche Vernunft-Rationalisierungskonstruktion eine Ursache. Ja. Im Alltag machen wir das ja ständig, ja. Jemandem fällt was hin, buff, Glas zerschellt am Boden, dann ist er halt schuld. Ja. Schuld, weil er hat, und ich kenne so Leute im näheren Umfeld, ach,
Das sind Kaffeekannen, Teekannen, sonst irgendein Gläser. Aber auch komischerweise immer die Sachen, wo du irgendwie dran hängst, ja? Die du eben nicht losgelassen hast, die lassen die los dann, für dich sozusagen, ja. Und dann scheppern die auf den Boden und dann sind die eben weg. Dann lässt du sie los, ne? Ja? Und da ist man ja ganz, ganz schnell dabei, dass man sagt, oh, derjenige ist schuld. Ja, was konzentrierst du dich auch nicht so? Warum bist du nicht bei der Sache? Ja, wir tun eine Eigenschaft, Zerstreutheit, dieses, was gibt es heute für ein Video, das ist nicht grün und nicht rot. Wir machen einfach mal weiter. Eine Eigenschaft, die in diesem Menschen oder durch diesen Menschen gelebt wird, wegen mir Zerstreutheit, die personifizieren wir dann im Außen auf denjenigen. Du bist so. Du bist immer auch sehr gewalttätig. Du bist immer, ich auch, ich mach das ja auch. Du bist immer so zerstreut, du konzentrierst dich nicht, du machst immer 5 Sachen auf einmal. Und im Grunde merken wir dann nicht, wie wir uns selbst widersprechen, wenn wir, Achtung, das machst du bestimmt auch manchmal, wenn wir dann diesen Satz hinten dran hängen, ei wie deine Mutter. Oder das hast du von deinem Vater. Ich entferne mich und ziehe mal kurz Bilanz. Wir beschuldigen also einen Menschen, dass er eine Eigenschaft hat und fokussieren auf ihn, machen ihn zum Hassobjekt, den Menschen dadurch, oder zum Beurteilungsobjekt, währenddessen wir gleichzeitig sagen, dass er genauso ist oder dieses von seinen Vorfahren geerbt hat. Dass also jene Eigenschaft von seinem Großvater oder seinem Vater dann durch ihn hindurch jetzt die zerstreut hat, die Tasse runter. Merkt ihr? Okay, ich versuche es nochmal anders, falls noch nicht so ganz. Das ist wie so ein Kasperle-Theater, ne? Wir kriegen eine Kasperle-Figur oder eine Figur vorgeführt, also den Menschen. Und der verkörpert nun für uns als Art Angriffs- oder Beurteilungsobjekt eine Eigenschaft. Ja. Und wir eigentlich müssten wir sagen, wir, also du und ich, gehen gemeinsam, wenn wir es schon wollten, gegen diese Eigenschaft, ja. Diese Zerstreutheit, du leidest bestimmt auch darunter, ne? Und weißt du, du würdest dann wegen mir dein Sohn oder so, ist egal, den würdest du jetzt ansprechen, würdest sagen, Mann, diese Zerstreutheit geht dir bestimmt auch voll auf den Sack, ne? Und du leidest da bestimmt auch drunter. Dann würden wir uns nämlich verbünden, gemeinsam gegen diese Art. Wenn wir uns schon verbinden wollen. Ist übrigens auch bei Partnertherapien und sowas unheimlich wichtig, genau sowas, ne? Konfliktarbeit. Ja, du personifizierst nicht mehr eine Art auf den Menschen drauf und machst ihn schuldig, quasi Schuld. Was ist Schuld? Ja, alles rote Videos. Ich will dir eigentlich nur sagen, du kannst den Kanal hier eigentlich nur verstehen, wenn du letztendlich dann grüne, rote und lila Videos zusammenschaust. Ansonsten macht das keinen Sinn, weil es immer ein halbes Bild bleibt. Das wollte ich dir eigentlich sagen. So, ja, und jetzt waren wir aber bei dem Israel-Konflikt. Bei dem Israel-Konflikt, wichtig, ja, ist es dann auch, ich selbst habe den Fehler gemacht, dass ich dann gesagt habe, so, batsch, ab Zweiten Weltkrieg gucken wir uns das Ganze jetzt an und siehst du, ist eine klare Kausalität drin, da haben wir es mit Landnahmen zu tun. Und jemand aus dem Forum sagte dann, du musst es aber auffächern auf mehrere tausend Jahre, das Ganze. Das ist ein uralter, das ist schon ein biblischer Konflikt, vielleicht sogar ein vorbiblischer Konflikt, wissen wir es. Okay, damit macht derjenige eines, er erinnert mich daran, dass ich in diesem Kausalitätsdenken, was immer zu kurz greift, es greift immer zu kurz, hat er den Zeitrahmen erweitert, ja, wenigstens mal auf 2000 Jahre. Ich möchte mal behaupten, der ursprüngliche Fehler ist das Kausalitäts- oder Schulddenken an sich. Wir können den Zeitrahmen beliebig erweitern, dann landen wir regelmäßig beim Urknall, ja. Mit jedem Problem, ja. Versucht es mal morgen deinem Chef zu verklickern, wenn der dich wegen irgendwas anmotzt, ja. Wegen mir arbeitest im Einzelhandel, hast das Regal nicht richtig eingeräumt, Dosen passen nicht oder stehen unter dem falschen Etikett oder sonst was und sagst dem, kann ich nichts für, das hängt direkt mit dem Urknall zusammen, ja. Ist letztlich richtig, jedoch wahrscheinlich für ihn nicht überzeugend, ja. Gut, okay.
Ich will es gar nicht so sehr relativieren, denn der Punkt ist tatsächlich, ich könnte jetzt mit dieser Israel-Frage, könnte ich jetzt als Beispiel auf stur schalten, dann sind wir bei diesem Elefant im Zelt-Sache. Vier Leute gehen da rein, befühlen ihn an unterschiedlichen Körperstellen, wir wollen gar nicht wissen wo, kommen dann alle mit richtigen Aussagen über diesen Elefanten zurück, die konträr zu den drei anderen jeweils sind. Und dann kann man sich verhärtet auf dieser Position natürlich streiten bis zum Sankt-Nimmerleinstag. So. Und so ist es eben auch mit dieser Schuldfrage. Ja. Je nach Zeitrahmen und so weiter. Ich gehe halt ein, ich möchte nicht relativieren. Ich gehe nur einen Teil weiter oder einen Schritt weiter und sage, dahinter hängt eine Art der Kausalität. Das ist eine vernunftorientierte Sache, Dinge zu betrachten, Perspektiven einzunehmen, die uns regelmäßig und immer wieder in den Irrgarten führen wird. Und das ist eine Sache von einem roten Video und das müssen wir dort noch, haben wir jetzt schon im zweiten Teil, den haben wir ja vor ein paar Tagen hochgeladen, begonnen und müssen wir da auch noch weiterführen. Machen wir auch, ja. Da, ihr merkt schon, da muss man genauer drüber reden, ja. Okay, so viel wollte ich schon mal zum Israel-Ding sagen. Dann, sehr ärgerlich, in der letzten Grünen habe ich ja diese Synchronizität, also wirklich mal wenigstens eine echte Karl-Gustav-Jung-Synchronizität, so äußere und innere Welt fallen wirklich zusammen mit unserem alten Hund erzählt, ja. Wo ich dann meine Frau im Auto fuhr und sie erzählt etwas, was mich an den Hund erinnert, währenddessen ich dann auf einem Baumstamm nebendran vorbeifahren tatsächlich den Namen von ihm lese. Ja. Sehr schön, man sollte dann, wenn man den Höhepunkt von der Geschichte hat, dann sollte man das natürlich nicht versauen und auch das Foto dazu einblenden, was ich nicht getan habe und hiermit nachliefere. Ja. Okay, ist ärgerlich, ist wirklich ärgerlich, wenn man diese Eigenschaft hat, regelmäßig Pointen zu versauen, ja. Erst recht vielleicht, wenn du dann noch einen YouTube-Kanal betreiben willst. Aber okay, gut. Gut, gehen wir eins weiter. Auch noch mal. Ach so, ja, Götz und ich machen jetzt nochmal Drumen 10 dann fertig, ja. Wird sehr spannend und sehr wegweisend. Ist immer eine Sache, wann es dann hochgeladen wird. Aber ihr wisst Bescheid, Drumen 10 gibt es dann auch wieder. Das ist jetzt extra ein, weil ich es mehrfach schon gesagt hatte und neu begonnen habe. Ich möchte euch unbedingt einmal danken für eure Unterstützung. Ja, es kommt bei mir an, es rührt mich zutiefst. Dieser Kanal ist und bleibt für immer kostenfrei. Hier muss niemand auch nur moralisch irgendwas spenden. Aber den Spendern sei gesagt, eure Anerkennung, die sich dann unter den vielen roten Sachen als grüne Sache ausdrückt, rührt mich zutiefst. Und es ist mir eine Erinnerung an die große Gnade, euch etwas bedeuten zu dürfen. Denn es ist ja kein GEZ-Kanal hier, ja? Es ist ja kein Zwangsbeitrag, ja? Und wenn jemand etwas spendet, und mir liegt jetzt fern, dieses Thema Spenden in den Fokus zu bringen oder darüber zu reden, um jemanden aufzufordern, hier muss niemand spenden, ja? Aber ich möchte denjenigen, die gespendet haben, von Herzen danken. Es kommt an und es freut mich wahnsinnig, denn über diese Handlung macht ihr ja freiwillig klar mir, dass euch das etwas wert ist oder etwas bedeutet oder und das ist ein wunderschönes Gefühl. Es kommt hier an und es macht mich sehr froh und es ist auch einfach in der Selbstbeobachtung, es ist Motivation dann, hier, ja, das ist blöd, weiterzumachen oder mehr zu machen oder sich wieder ranzusetzen, einfach weil man weiß, man bedeutet Menschen etwas. Du. Es ist für andere wichtig. Ja. Also, holla die Waldfee. Vielen Dank, ja. Ja. Gut, dann sagte im Forum noch jemand so, ja, Spucktest zum Spucktest. Damit ist es auch nicht getan, dass man jetzt einen Spucktest macht. Und das ist richtig. Ja, das ist richtig. Du verzögerst damit nur die Probleme. Du
musst dann wissen, warum du jetzt zu diesem Spucktest, der, wenn er positiv ist, das ist richtig, der Antigentest, dann bei allem, was ich lese, wohl die Pflicht eines PCR-Tests hinter sich nachziehen soll. Wobei ich mir denke, man kann dann immer noch mit dem Gesundheitsamt weitermachen und behält jetzt sein Kind ein Stück weit in einer Scheinnormalität von einem sozialen Gefüge. Aber es ist richtig. Taktisch, strategisch ist das so zurechtgelegt worden, dass das Negative oder die Nachteile natürlich wieder auf Seiten der Eltern sind. Die gehen das Risiko ein. Und ja, es ist vielleicht konsequent, wenn man jetzt schon abgesprungen ist und sagt, mein Kind bleibt zu Hause, bevor ich es dem Risiko dort aussetze, eben in die Testpflicht zu geraten. Kann ich absolut verstehen, diesen Einwand. Bei jeder muss das so. Aber ich will auf etwas anderes hinaus. Dann siehst du bei Alleinstehenden zum Beispiel große Augen. Oh, das wusste ich nicht. Und genau das ist der Punkt, denn wir haben mittlerweile eine Puzzlepolitik. Alle werden in ihrer Geschmacksfarbe beschäftigt und unterdrückt. Es ist eine Art mentaler Terror, es ist eine symptomatische mentale Terrorisierung, könnte man sagen. Und es mündet dann in Einschüchterung, in Zwang, man arbeitet mit Drohung. Aber das Entscheidende, auch darauf möchte ich jetzt nicht hinaus, denn das wissen wir, das erleben wir. Wir leben in einer Dystopie. Worauf ich hinaus möchte, ist, dass jeder eine Geschmacksfarbe bekommt dazu. Also der Rentner erlebt eine andere Tyrannei und eine andere Bedrängnis. Und ihr müsst euch mal das Unmaß an Aufwand dahinter, an volkswirtschaftlich vollkommen unnutzem Aufwand, der da produziert wird, aus verwalterischer Seite, ja, aber auch bei den Leuten durch das Nachweisen oder das Beschaffen von Nachweisen wie Tests und so etwas. Das ist wie vor einem Jahr, wo ich erzählt habe, am Campingplatz waren von 4 Duschkabinen 3 gesperrt oder was, ja. Rotes Band drumherum. Oder Infrastruktur, die hier bei Kester, die Bahnlinie, zack, bumm, ist dann durch den Erdrutsch ist die gesperrt. Mittlerweile ist ja eine wieder frei, machen wir aber später. Oder in Straßen hast du Verjüngung. Versteht ihr? Denkt bildlich. Überall hast du dieselbe Energie dahinter. Es ist das Behindern von Fluss, ja. Kontaktbeschränkung, dasselbe in Grün. Es dürfen noch so und so viele Leute bis so und so viel Uhr oder so etwas, und dann wird zwischen geimpft, ungeimpft und erschienen, dürfen sich treffen und reden miteinander. Das ist dasselbe in Grün. Ja, der Energiefluss zwischen den Menschen, der Austausch wird da reduziert. So. Aber auch darauf möchte ich nicht hinaus, sondern dass jeder, diese Puzzlepolitik ist das Stichwort, jeder bekommt seine Geschmacksfarbe. Unsere Politik nimmt da Anleihen an der Wirtschaft. Was meine ich damit? Ich gebe mal einen Artikel hierher. Wir werden das aufdröseln. Ja? Wir sind jetzt immer noch dabei, dass wir in der Gruppe zusammenstehen, dann erzähle ich von Tests in der Schule, dann machen Leute ein langes Gesicht. Ja, dabei sind wir immer noch. So, was? Wie? Wusste ich noch gar nicht. Pass auf. Beispiel, da gibt es einen Artikel, Gehirnwäsche, Zuckerbrot und Peitsche. Berliner Forscher empfehlen Strategien gegen Impfunwillige. Mit einer Rückgabe von Freiheiten seien vor allem die Jüngeren zu ködern, mit kleinen Geldgeschenken als Impfbonus die Ärmeren und nur mit der Einbindung der Hausärzte die Älteren. Des Weiteren unterscheiden sich die analysierten Gruppen nach Bildungsstand und Geschlecht. Was sehen wir da? Wir sehen eine Politik, die fragmentiert ist, die also jetzt nicht mehr wie früher vielleicht nach bestimmten Überzeugungen oder so etwas handelt, sondern nachfrageorientiert. Die hat sich hier ist immer ein Entenpärchen, sehr süß, kommen seit 10 Jahren. Okay. Die haben vom Markt gelernt. Die sind nachfrageorientiert. Der Bürger als Regelnachfrager, er wird beregelt, jeder in seiner Geschmacksfarbe.
Anders gesagt könnte man auch sagen, das Volk besteht aus lauter Marktschichten oder Marktelementen oder Marktteilnehmern, die alle ihrs wollen. Wie Pekche Rama. Versteht ihr, was ich meine? Und diese Bürger musst du grundsätzlich dann einzeln beregeln und beurteilen. Und beregieren, sagen wir mal. Und dann hast du darunter, hast du dann wegen mir verschiedene Ethnien, du hast Eltern, du hast Alleinerziehende, du hast Vollarbeiter, du hast Kraftfahrer, was du willst. Und die alle bekommen ihre Politik. Denn sie haben auch unterschiedliche Interessen, Ausrichtung und Beregelungswünsche oder Beregelungsbedarfe oder du bekommst sie an Unterschied. Nichts anderes sagt diese Studie. Wenn du die Impfwilligkeit erhöhen willst, den einen kriegst du mit Geld, den anderen über die Vertraulichkeit des Hausarztes und, und. Wir haben dahinter die Durchleuchtung wie früher bei Marktforschungsunternehmen oder bei Werbeunternehmen, wie bewirbst du eine politische Entscheidung? Welche Mehrheiten kriegst du dafür im Volk? Wir sind dabei, dass wir eine Gesellschaft wie auf einem Seziertisch, wie in einem Labor durchleuchten, betrachten, auseinandernehmen, um es dann nach unserem Willen, unserem Nutzen zu steuern und zu lenken. Das hat natürlich nichts mit menschlichen Werten oder Moral oder auch nur politischer Notwendigkeit zu tun. Es ist ein der Zweck heiligt die Mittel Einsatz. Ja, und es hat etwas, ich fühle mich darunter dann ein bisschen wie eine Laborratte, die im Grunde ständig beobachtet wird, deren Verhalten Vorteil anderer voraussagbar zu machen. Und jetzt seid ihr schon wieder ein Stück weiter, warum Daten das neue Öl sind. Denn sie werden zur Gesellschaftssteuerung benutzt. Nicht nur im Internet. Ja. Und die Politik macht es dann nutzbar. So, und jetzt sind wir immer noch in der Runde, wo derjenige oder diejenige dann mit so, ach echt, zweimal die Woche testen, die Armen, das wusste ich gar nicht. Ja. Weil wir, und da hast du auch sinnbildlich diese Kontaktbeschränkung, die es momentan gibt, ja. Der eine sollte vom anderen nichts wissen, denn jede Gesellschaftsschicht, jede Ethnie, jede Gruppe bekommt ihrs. Jeder nur ein Kreuz, hieß es bei Leben des Brian, ja. Oder dann anders gesagt, jeder nur sein Kreuz, ja. Jeder kriegt sein Kreuz, jeder kriegt seine Angst, sein Trauma gespiegelt, unabhängig von dem anderen, ja. Das ist, ja, setze ein Adjektiv ein. Auf jeden Fall ist es hochgradig effizient und zweckmäßig. Und das sind schon wieder so Attribute. Wir müssen unbedingt nochmal über den Pakt reden. Vielleicht machen wir das beim Götzenmorgen Drummond sehen, wie der funktioniert in Freiwilligkeit und so weiter. Ja, gut. Haben wir jetzt darüber geredet, dass im Grunde die Politik, die Betriebswirtschaft kopiert, dass ein Markt- und Konsumentengeschehen im Grunde auf die steuernde Politik übertragen wird und jeder bekommt dann quasi seine Regeln verkauft oder seine Dämpfer verkauft. Und du hast so etwas spätestens seit eBay oder so wissen wir ja, jedes Produkt hat seinen Markt, ja. Es gibt nicht den Asterix-Comic, sondern es gibt in der Auflage und als Destructivus noch keine grünen Sprachbläschen hat, ja, ist dann schon wieder ein eigener Markt, ja. Und so hast du es mittlerweile auch eben durchorganisiert in der Politik. Alles hat einen eigenen Markt. Die ganzen Bevölkerungsgruppen haben einen eigenen Beregelungsmarkt. Ja, ja gut. Dann haben wir das jetzt auch, die Gesellschaft auf dem Seziertisch, habe ich es genannt, genau. Ja. Wo ist mein Mädchen? Das wollte ich euch jetzt auch nochmal zeigen, haben wir das schon? Guck mal da.
Kommst du mit in die Kamera? Oh, deine Schnauze sieht man schon. So, komm her. So, dann zeige ich euch jetzt mal hier den neuen Star der Familie. Auch nochmal, guck mal da. Schau mal da. Guck mal da. Guck mal her, Mädchen. Guck mal da. So, dann seht ihr da jetzt auch mal die Bella. Guck mal da, Bella. Guck mal her. Da riecht's. Da riecht's nach. Wir haben gesehen, sie ist ein Bergkäse-Fan. Ja? Ein Bergkäse-Fan. Unser Bergkäse-Fan. Wo ist mein Mädchen? Ja. Gut, dann tue ich sie mal runter jetzt wieder. Da sag mal tschüss, Bella. Bieb, bieb, bieb. Ach, jetzt guckst du auch mal. Jetzt hast du mal geguckt. Einfach. Oder bleibst da. So. Wie kam ich darauf jetzt? Durch die unterschiedlichen Bedürfnisse. In einem meiner Bücher habe ich dieses schöne Beispiel, jetzt leckt sie mir die Hände, weil die nach Bergkäse riechen. In diesem Hund ist Berner Sennenhund Appenzeller mit drin. Ja? Und ich habe dann gemerkt, dass er unheimlich auf Bergkäse abfährt. Ja? Damit kriegst du ihn. Okay, ist eine Bestechung, ja, ist eine leichte Bestechung. Und da sind wir bei Genetik, Leute. Was meine ich damit? Also gut, jetzt der Zusammenhang zwischen dem Bergkäse und dem Hund, ne, obwohl, und dem Hund, der kann schon gut sein, ist aber nicht zwingend. Aber ich habe ein schönes Beispiel mal gehabt, und zwar ging es da um die Schilderung von einer Freundin. Ihr Hund war im Garten und die vorübergehenden Schulkinder haben sich einen Spaß daraus gemacht, vor diesem Hund einen Apfel hinzustellen. Ja. Und der Hund hat dann eines gemacht, und das fanden die dann lustig. Sofort, wenn der Apfel da war, hat er gestellt davor. Er hat gestellt, hat diesen Apfel fixiert, ja, hat diesen Apfel fixiert und ist dann nicht mehr weggegangen von dem. Und das fanden die Schulkinder eben extrem. So, mein Mädchen, ab. Ja, nee, jetzt gibt's nichts. Das fanden die Schulkinder dann extrem lustig, wie dieser Hund dann immer davor steht, ja. Und so erstarrt. Ja. So weit, so gut. Und dann bekam meine Freundin erklärt, ja, ist klassisches Jagdhundeverhalten. Es ist das Stellen der Beute, warten, dass es zuckt, und dann wird das Genick gebrochen mit einem schnellen Schlenker. Ja, das Problem, oder warum ich diese Geschichte jetzt erzähle, ist ganz einfach das, dass dieser Hund seit Geburt an niemals eine Jagdhundeausbildung hatte. Das bedeutet, er hat dieses Wissen oder diese Kenntnis oder dieses Verhalten quasi mit der Muttermilch aufgesogen, wie wir so schön sagen im Deutschen. Oder er hat es im Blut, sagen wir ja auch, gell? Er hat es im Blut. Das bedeutet nichts anderes, als dass wir eine, und da ist Epigenetik als Stichwort, und da ist eine dünne Trennlinie, dass DNA, Information, wir waren Daten, deswegen kam ich da drauf, Daten sind das neue Öl, ja, genau, die Daten. Dass Daten, Erfahrungsdaten deiner Eltern, die gehen in dich ein. Die werden zu einem Teil von dir, ob du das jetzt gerne willst oder nicht willst, wird ein Teil von dir. Und wir haben eine mittlerweile durchlässige, eine transparente Trennung zwischen Dinge werden Fleisch oder gehen in Fleisch über, werden Teil von dir, und Erfahrungen deiner Vorväter. Da haben wir jetzt wieder einen schönen Schlenker bekommen zum Anfang des Videos, ne? Zur Dusseligkeit, ja? Vererbte Dusseligkeit da, oder Liebe für Bergkäse. Oder Jagdhundverhalten, obwohl man nie eine Ausbildung hatte, wohl aber dann die Großeltern, die Hunde-Großeltern. Das heißt, wir leben Eigenschaften aus und sollten uns dann dafür nicht beschuldigen. Das hört sich jetzt erst einmal sehr, sehr nett an. Aber in unserer täglichen Praxis, Strafgesetzbuch, stoßen wir da ganz schnell an Grenzen, wenn es an Delikte geht. Gut. So, dann gab es ja noch mal einen kleinen Diskurs. Wir sind eigentlich heute nur bei Forumabbau. Das kann man gar kein grünes Video nennen. Dann gab es einen kleinen Diskurs bei der Petition gegen die Impfpflicht. Mittlerweile sind da, Stand 18.05., 621.000 Unterschriften eingegangen. Und ich muss da schon ein Stück weit meine Meinung auch noch mal ein bisschen anders, noch mal eine kleine Revision machen.
Es ist eine beeindruckende Sichtbarmachung von einem Gegenwillen. Man, über die reine Zahl sieht man, oh, guck mal, da ist Widerstand. Das ist ein, zwar ein Gefühl, was ich sehr lange schon habe, dass bei der Impfpflicht der Kinder Schluss ist. Da ist der Entscheidungskampf. Da ist eine riesige Gegenwehr im Volk, das will man nicht. Und über diese Petition in so kurzer Zeit so viele Unterschriften, wenn man da unterschreibt, ich habe es immer noch nicht getan, trotzdem, aber ich erkenne an, man kommt an der reinen Zahl politisch steuernd dann nicht vorbei. Es ist eine klare Bekundung, ja. Und ich denke aber, dass darüber dann auch mehr Drangsal, mehr Weichkochen erfolgen muss, denn es ist für die Politik ein klarer Hinweis, wir müssen hier nachbessern, ja. Da, wo die Impfunwilligkeit zu hoch ist, muss entweder mehr Motivation in dem ersten Schritt oder danach mehr Drang, mehr Zwang nachkommen, um seine Ziele zu verfolgen. Und seit jetzt dem letzten Jahr in Berlin ist vollkommen klar geworden, hier wird eine Agenda durchgepeitscht. Es geht und ging nie ums Volk oder was das will. Vor einem Jahr in Berlin mit einem gewissen Gutdenken, wir haben ja da auch eine Menge gelernt jetzt über dieses Jahr, alle, die jetzt auch da waren und bei Demos sind, hat ja viel Entwicklung getan. Ich dachte damals noch, wir sind zurückgefahren erst nach der ersten Demo Berlin, im Grunde kann die Regierung, nachdem die ganze Stadt voller Menschen war, ja, und dann nur noch zurücktreten. Das war eine so klare Gegenbekundung, Berlin, dass man hätte nur noch zurücktreten können. Das Gegenteil passiert. Es wurde über die Medien belogen, quantitativ, wie viele da waren. Und es begann dann ein Prozess der Ausgrenzung. Es wurden Benennungen erschaffen, Corona-Leugner und lauter so ein Querdenker und Kram. Ja. Hirnfuck. Kann ich es eigentlich schon noch nennen, ja. Hirnfuck für andere. Es hat klar gezeigt, wir haben Leute, die verfolgen eine Agenda und wer dazwischen kommt, wird einfach ausgegrenzt und dann geht die Gewalt los. Ihr seid für uns oder gegen uns, hatte ja schon mal einer damals 2001 gesagt, ne? Und es gibt kein Dazwischen mehr. Und diesen Prozess erleben wir jetzt auch im ganzen Volk einfach. So, gut, okay. Sehr schön korrespondierend zu der Zeitungsmeldung in der letzten FF, wo es hieß, ja, es gibt keine Mehransteckung in Bus und Bahn, haben wir es hier eben auch. Wir haben die glückliche Meldung für alle Bahnfahrer. Es gibt kein Mehransteckungsrisiko auch bei Fernfahrten. Das ist die entzückende Meldung hier. Und es ist auch hier wieder sehr gut, dass die grüne Zukunft eben mit Zügen fürs Volk plant. Ja. Angemerkt sei dabei vielleicht noch, dass wir im Bundestag ja als Vielflieger ausgerechnet die Grünen haben. Die haben richtig, die sammeln richtig Meilen, ja, Miles and more, ja. Muss ja auch einer tun. Okay. Es sei noch einmal verwiesen auf die, ja, unterschiedliche Zahlen, 22 bis 25 Staaten, die keine Maskenpflicht in der USA haben und keine Covid-Regeln. Und auch das ist so etwas wie ein Stachel im Pelz. Ja. Dann haben wir einen Herrn Steinmeier. Ich möchte noch mal in ein paar Meldungen einfach reingehen. Ein Herrn Steinmeier, der sagt, er will eine Heilung der Wunden, die Corona in die Gesellschaft geschlagen hat. Auch da sehen wir so etwas wie eine Art Beginn eines geordneten Rückzuges. Ne? Das beginnt jetzt, die Inzidenzzahlen sinken, die Politiker kommen mit Sätzen, die in Richtung einer Zielgeraden sehen. Er möchte jetzt also heilen, eine Heilung der Wunden. Es sei erbittert gestritten worden über das Virus, die Maskenpflicht, Beschränkungen und Lockerungen, über Kitas und Schule, über Impfstoffe und Impfreihenfolge. Bei vielen ist die Geduld erschöpft, die Nerven lagen blank, sagte der Bundespräsident. Freundschaften sind zerbrochen, Familien entzweit, tiefe Risse gehen durch unsere Gesellschaft. Eine Heilung dieser Wunden bedeutet wieder Annäherung. Wir müssen wieder Brücken bauen zwischen Menschen und Gruppen, die Pandemie verfeindet hat, sagt Steinmeier. Schöne Worte, schöne Worte.
meine Gewahrnahme davon ist, es ist, mir kommt es sehr scheinheilig vor, mir kommt es, ich empfinde es als geheuchelt, gespalten in dieser Krise über ein Jahr hat nicht C. Gespalten in der Krise haben der Staat, haben die Medien, haben die Kirche und das auf Geheiß einer kleinen Gruppe von Politikern, die sich nun, na gut, das erspare ich mir, aber C, eine Pandemie oder ein Virus kann nicht spalten. Spalten können nur diejenigen, die dann daraus Politik und Meinung machen. Ja. Ja. Interessant finde ich dann noch eine Frau Merkel. Gibt es ein schönes Zitat von ihr, wo sie sagt, die Grundrechte sind nicht verhandelbar. Das ist gut, ne? Die, unsere Frau Merkel, ja. Die europäischen Werte wie Demonstrationsfreiheit, Meinungsfreiheit oder Religionsfreiheit seien nicht verhandelbar für uns, betonte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel am Donnerstag in einer Regierungserklärung vor dem Deutschen Bundestag in Berlin. Nach der Gewalt gegen Demonstranten könne nicht so getan werden, als wäre nichts geschehen. Wenn du jetzt denkst, von was redet die Frau da? Ja, ich bin in der Zeit zurückgereist. Wir sind also jetzt mitnichten irgendwo bei einer Berlin-Demo, dass sie sich da aus für Meinungsfreiheit oder Demonstrationsfreiheit ausspricht oder gegen die Gewalt an Demonstranten. Wir sind bei den Beitrittsverhandlungen mit der Türkei im Jahr 2013, also mal schlappe 8 Jahre in die Vergangenheit gereist und dann finden wir auch solche Zitate, die wir uns jetzt von der Frau Merkel wünschen würden. Wegen des umstrittenen Vorgehens gegen regierungskritische Demonstranten hatte Deutschland kürzlich die Eröffnung eines weiteren Verhandlungskapitels in den Gesprächen mit der Türkei blockiert. Frau Merkel betonte am Donnerstag, dass die Türkei ein wichtiger Partner sei, doch unsere europäischen Werte der Demonstrationsfreiheit, der Meinungsfreiheit, der Rechtsstaatlichkeit, der Religionsfreiheit, die gelten immer. Sie sind nicht verhandelbar für uns. Okay, vielleicht sollte jemand sie nochmal erinnern, was sie da gesagt hat. Vielleicht hilft es ja was, ne? Ja, da sind wir angelangt am Sündenfall der deutschen Politik. Das ist dieses Infektionsschutzgesetz. Ich erinnere in dem Zusammenhang auch nochmal jeden Beamten an seine Eidesformel. Er hat auf die Verfassung geschworen. Und ihr habt Verfassungssystematik, hoffe ich doch, gelernt. Und dann wisst ihr, dass man kein Gesetz über die Verfassung stellen kann. Genau das ist aber leider passiert. Man hat ein Infektionsschutzgesetz nun benutzt, um es in der Gesetzeshierarchie über die Verfassung und nicht nur das, sogar über den unwandelbaren Kern der Artikel 1 bis 20 zu stellen. Da sollte sich jeder Regierungsbedienstete seine Gedanken drüber machen. Ob das jetzt logisch das richtig ist, ein Gesetz, das mal eben novelliert wurde mit einer einfachen Bundestagsmehrheit, dass dieses nun Grundwerte, Grundpfeiler einer, ich rede jetzt schon in der Regierungsperspektive, Grundpfeiler, die für ewig und immer definiert und unwandelbar definiert worden sind, dass die jetzt zerschossen worden sind. Kritische Stimmen nennen deswegen ja dieses Infektionsschutzgesetz ein Ermächtigungsgesetz. Ich würde jetzt hier das nicht so sagen wollen. Ich zeige kritische Stimmen damit. Aber jeder sollte sich mal Gedanken machen, ob das möglich ist, was da passiert ist. Und ob man in dem Moment, wo das eine Unmöglichkeit wäre, dass man eine Verfassung in ihrem Wesensgehalt antastet auch nur, ob man dann zu Recht für das Recht, für die Bürger, für etwas Gutes Dienst leistet oder dem Unrecht, gewollt oder ungewollt, Vorschub leistet. Es wird Aufarbeitungszeiten geben, das ist mir in meinen internen Prozessen jetzt seit ungefähr 2 Tagen sonnenklar. Ich weiß, es ist in mir angekommen. Ich weiß, wir werden diese Zeiten der Aufarbeitung erleben. Und jeder sollte sich Gedanken machen, wo er später gestanden haben möchte, wenn das beginnt. Gut, dann haben wir das damit auch gesagt, ne?
Ja, und ansonsten darfst du hier dir nochmal Gedanken machen, wo wir einfach in so einer kleinen Rückschau, wo wir jetzt angekommen sind, was als, naja komm, lasst uns mal 14 Tage Maske tragen, was also als Verblödung begann, ist nun bei der Versklavung angekommen. Mittlerweile sitzen die Leute sich nun also geimpft und trotzdem noch mit Maske und Beachtung der Abstandsregeln in den Büros oder wo sie zusammenkommen gegenüber, und es wird immer weniger leider nicht hinterfragt, habe ich den Eindruck. Vielleicht täusche ich mich ja auch. Ja. Und in meiner Gewahrnahme haben wir einmal diesen Aspekt Blauäugigkeit, wir haben die Unvorstellbarkeit, das haben wir schon gesagt, aber wir haben es auch ganz viel zu tun mit einer Feigheit. Ist auch eine Feigheit da? Ja, und diese Aspekte haben irgendwie sowas wie so einen erbärmlichen Höhepunkt erreicht. Okay, ich will jetzt, das waren nochmal so ein paar Sachen, die ich sagen wollte. Ich glaube, wir sind soweit am Ende. Ach ja, genau. Mittlerweile bekommt, wir haben jetzt auch so eine Zweiteilung zum Ende jetzt nochmal, so eine Zweiteilung. Mainstreamer wittern ja Frühlingsluft, ja. Frühling lässt sein blaues Band wieder wehen durch die Lüfte und die süßen, unbekannten Düfte der Freiheit wehen nun durchs Land. Wenn du jetzt Mainstreamer bist, dann siehst du das so. Währenddessen wir bei den Alternativen so eine Art, ja, Wehgeheul, ein Klagen haben, da ist so, schon eine Deprimierung spürbar, bei vielen auch Hoffnungslosigkeit, ja. Und ja, das ist immer, wenn man so episch erzählt, Mann, ich müsste mich auch erst mal kürzer fassen, ja, und dann immer noch hier ein paar Sachen mit reinnimmt. Okay, und dann hast du eine ständige Impfkommission, die eigentlich jetzt schon da mitten hereinbrecht in diese Wohlgefälligkeit des Mainstreams und sagt, jetzt schon, es werden Auffrischungsimpfungen nötig sein, ja. Also wahrscheinlich schon 2022 und für die ganz frisch Geimpften damals im Dezember 21 sogar noch in diesem Jahr. Und wer das nicht glaubt, oder ich frage mich da, wo das Denken bleibt, dass du jetzt eine jährliche Impfung brauchst. Wo ist da auch das Vertrauen, das Zutrauen? Und da müssen wir dann auch mal vielleicht bei Truman drüber reden. In den eigenen Körper, darüber, dass ein menschliches Wesen, aber auch x Säugetiere sich hier über Millionen Jahre immer wieder zur Wehr setzen konnten, erfolgreich, ja, gegen Angriffe, ein starkes Immunsystem. Wo ist da das Vertrauen? Wer das nicht glaubt, der soll einfach mal in den Impfpass schauen. Dort sind unter Covid-19 eine Menge freier Zeilen. Und das kann ich euch versichern aus der Administration. Da wird mit den Formblättern und so wird immer schon vorgedacht. Da siehst du es eben auch schon. Auch diese Auffrischungsimpfung ist nicht die letzte. Da kommt, wir haben auch die Stimmen schon auf internationalem Baguett, die ganz klar sagen, da wird jetzt jedes Jahr geimpft und das am besten 5, 6, 7, 8 Jahre lang. So, okay. Gut, dann soll es das soweit von mir gewesen sein. Ja, es wird dunkel. Ich sag dann auch schon mal tschüss. Vielen Dank, dass ihr durchgehalten habt bis hierher.